Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich melde mich hier vom Bodensee und zwar aus dem Pfahlbaumuseum in Uldingen. Das sind Pfahlbauten aus der Bronzezeit. Wir verbringen hier am Bodensee unseren zweiwöchigen Sommerurlaub und ich nehme euch wieder mit auf dem Roadtrip von Bremen nach Überlingen, da wo wir Quartier bezogen haben. Und das ist der erste Teil unserer Hinfahrt. Und ich hoffe, das Video gefällt euch ein bisschen und ihr habt ein paar Einblicke, wie man mit einem Elektroauto die knapp 900 Kilometer von Bremen bis zum Bodensee ohne Probleme und ohne Stress bewältigen kann. So, der Wagen ist gepackt, Dachbox ist drauf und wir haben selten so eine leere Dachbox gehabt, weil der Wagen so viel Stauraum hat und wir fahren jetzt auf einen neuen Roadtrip. Leider ist das Wetter heute nicht so schön, aber was gibt es Schöneres, als im Regen loszufahren und in der Sonne anzukommen? Wir fahren nämlich jetzt an den Bodensee in die schöne Stadt Überlingen und verbringen dort unseren Sommerurlaub. Wir fahren, wie gesagt, zuerst nach Kamen, das sind ungefähr 230 Kilometer von hier und dort kommen wir mit 13% Restreichweite an und werden dort wahrscheinlich eine halbe Stunde aufladen, damit wir wieder möglichst voll sind. Von dort geht es dann weiter nach Bochum, das sind ungefähr, wie viel sind das, 20 Kilometer von Kamen oder 30? 30, ja. 30 Kilometer durch Dortmund, Bochum und da essen wir dann, wie gesagt, zum Mittag bei meinen Schwiegereltern. Sehr entspannt und machen dort bestimmt noch eine Stunde Aufenthalt und dann geht es weiter nach Gräfenhausen bei Darmstadt. Und da machen wir wahrscheinlich vorher noch mal einen Ladestopp irgendwo auf der Tour. Das wird mir das Navi dann sagen und bleiben dann dort über Nacht. Und morgen früh geht es dann erst weiter. Also völlig entspannte Fahrt. Familie ist an Bord, Hund ist an Bord. Man sieht ihn jetzt gar nicht, er hat sich wahrscheinlich hingelegt. Und ja, ich freue mich schon drauf. Wetter ist momentan nicht so schön. Aber es soll nächste Woche eigentlich nur besser werden. Man muss mal hoffen. Ja, keine 10 Minuten unterwegs und dann auf der A1 kurz vor der Abfahrt A28 schon der erste Stau. Großartig! Ist jetzt wirklich dumm. Wir sind jetzt hier in Kamen und müssen laden. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich hier stehen sollte. Das muss ich mir noch überlegen, weil wir wollen jetzt noch nach Bochum. Das sind 47 Kilometer. Da die A40 komplett dicht ist, müssen wir jetzt über die Dörfer fahren und das dauert auch noch eine Dreiviertelstunde, bis wir dann bei meinen Schwiegereltern sind. Da können wir was essen und wenn wir dann zurückfahren, dann weiß ich nicht genau, welche Route wir nehmen. Wir wollen eigentlich auf die A45 Richtung Frankfurt, aber dann müssen wir ja wieder hier durch. Ja, dann fahre ich bis nach zum nächsten Supercharger auf der A45. Weiß nicht, wie der heißt. Der ist dann von Kamen ungefähr 90 Kilometer entfernt. Das heißt, von Bochum ist der 140 Kilometer entfernt.
Ja, wir sind jetzt in Bochum, wieder bei der GLS Bank. Ihr wisst, wo ich meinen Chademo-Adapter verloren habe. Den hole ich jetzt auch gleich bei meinen Schwiegereltern ab. Ja, ich lag jetzt hier bei der GLS Bank in Bochum noch ein bisschen zwischen, weil ich jetzt sowieso hier stehe, während wir hier essen. Ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde an AC, das gibt so ungefähr 10% mehr. Da wir jetzt ja noch Richtung Siegen fahren müssen und wir gesehen haben, dass es sehr viel Stau gibt und der Supercharger dort, den würden wir erreichen mit 6%. Das ist mir ein bisschen zu wenig, deswegen mache ich das hier, gehe ich auch nochmal sicher. Und ja, ist ja sowieso gleich um die Ecke. Also von hier ist 5 Minuten zu Fuß zu meinen Schwiegereltern. Dorf bei Siegen. Supercharger, den kannte ich noch überhaupt nicht, war ich auch noch nie, aber wir laden hier noch 20 Minuten und dann geht es weiter Richtung Gräfenhausen. Das Wetter unterwegs hier im Siegerland war wirklich unterirdisch. Also wir hatten einmal Sturzbäche und Hagel, Gewittersturm, also das war, man konnte fast nichts mehr sehen. Also ich bin irgendwie 30 km/h gefahren. Das war wirklich so, was habe ich noch nicht erlebt. Aber wir sind durchgekommen und ich habe, glaube ich, keine Hagelschäden am Auto. Naja, wir laden hier wie gesagt 20 Minuten und jetzt regnet es hier leider auch noch. Das heißt, wir bleiben erstmal im Auto sitzen, sonst werden wir alle klitschenass. Wir haben jetzt Samstag, es ist kurz nach 7:30 und Wagen ist vollgeladen. Wir fahren gleich weiter, frühstücken noch kurz eben und dann sind wir wieder on the road again und hoffen wir, dass wir dann nicht so lange auf der Straße sind wie gestern. Das Wetter ist also jedenfalls schon mal besser und es regnet heute zum Glück nicht. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und jetzt soll die Sonne rauskommen und wäre mal schön, wenn wir mal eine schöne Fahrt bei Sonne hätten und heute Nachmittag bei Sonne an unserem Ziel in Überlingen ankommen. Ciao, ciao bello. Also Navi schlägt uns jetzt vor, wir haben ja nicht ganz voll geladen, wir haben 89% im Akku, dass wir zuerst von hier aus nach Leonberg fahren und dann weiter nach Überlingen und dann kommen wir mit 15% Restreichweite in Überlingen an. In Leonberg laden wir 30 bis 40 Minuten. Insgesamt sind wir ungefähr 4 Stunden unterwegs, inklusive Laden. Und das werden wir wohl so machen. Vielleicht lade ich auch nochmal, hier ist irgendwo noch ein Supercharger, wie heißt der? Sulz-Vöhringen, vielleicht lade ich da auch noch mal, damit wir ein bisschen mehr im Akku haben als die 15%. Ja, so sieht das aus. 5 von 6 Dolls sind hier belegt in Sulz-Vöhringen und ich habe Glück gehabt, dass ich noch eine volle Ladeleistung bekomme, weil der Norweger hier links neben mir, das Model X, hat wohl aufgehört zu laden, ist voll. Und die anderen laden hier mit 39 kW, ich lade hier mit 74, das ist Glück im Unglück für mich. Und die da jetzt gerade wegfahren, gerade einen schönen Schnack gehalten, die haben auch sich gewundert, dass ich eine Dachbox auf meinem Model S bekommen habe. Weil sie haben das auch versucht und bei ihnen ging es irgendwie nicht und waren ganz neugierig, wie ich das geschafft habe. Ich kann es eigentlich auch nicht sagen, weil bei mir ging das ja sofort mit dem Whisper-Dachträger. Das passte ja auf Anhieb.
habe ich Ihnen auf jeden Fall ein paar Tipps gegeben und ich hoffe, Sie können sich dann irgendwie auch einen neuen Dachträger kaufen und der passt dann bei Ihnen. Da waren Sie ganz glücklich. Also ich muss sagen, dieser Chemiker hier ist echt, also ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, aber Burger King ist ja schon nicht so besonders, aber McDonald's hier ist wirklich nochmal eine Spur schlimmer. Also die Cheeseburger, reine Pappe, schmeckt nach Zucker und Ketchup, also sonst nach nichts. Pommes ist labbrig, nicht knusprig, gar nichts. Naja, also Hunger treibt's rein, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier leider ein bisschen laden, ungefähr 50 Minuten, bis der Akku voll ist. Und deswegen ist es auch Mittag. Hier gibt's sonst nicht viel. Haben wir halt gesagt, gehen wir da mal hin. Aber öfter muss ich das wirklich nicht haben. Reine Notlösung. So, wir brauchen jetzt noch eine Stunde bis nach Überlingen und haben jetzt 30% Restreichweite, wenn wir da ankommen. Das würde mir eigentlich reichen. Ich habe jetzt 70% im Akku. Vielleicht lade ich noch bis 75%, also noch irgendwie 5-6 Minuten. Die Ladeleistung ist jetzt auf 52 kW gefallen, also viel länger werde ich hier dann wohl nicht stehen bleiben. Also doch keine 50 Minuten, wie am Anfang gesagt, sondern doch eher nur so 35 Minuten am Ende. Also guter Schnitt und ein bisschen Hund jetzt noch rein verfrachten und dann geht es eigentlich gleich weiter. Rein, rein. Ja? Ja. Endlich. Prima. Ja, und plötzlich waren wir da, gar nicht so einfach zu finden. Am Arsch der Welt. Unser Ferienhäuschen. Ja, in Überlingen angekommen, direkt am Bodensee. Und am Hauptbahnhof von Überlingen ist eine freie, kostenlose Ladesäule, wo man 4 Stunden parken kann. Und man muss sich im Prinzip nur einstöpseln, nichts freischalten, Laden startet sofort. Richtig klasse. Jetzt haben wir Urlaub. Ja. So, Tag 1, Bodensee. Wir fahren heute zu den Pfahlbauten nach Unterulingen. Das ist von hier aus ungefähr 15 Kilometer. Wir brauchen 20 Minuten. Und vielleicht fahren wir auch noch zum Affenberg nach Salem. Da sind nämlich frei laufende Affen. Leider darf der Hund da nicht mit rein. Scheinbar Affen und Hunde vertragen sich irgendwie nicht. Und die Pfahlbauten ist ein Nachbau von einer prähistorischen Siedlung, die wir hier am Bodensee wohl mal ausgegraben haben. Also das wird bestimmt total spannend. Und ja, ihr seid dabei. Wir fahren los. Okay, Leute, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel, wie man es nicht machen sollte in Deutschland. Ich habe hier eine super stylische Ladesäule. Ich habe sogar 2 Stück davon. Und hier sind 1, 2, 3, 4 kostenlose Parkplätze für Elektroautos, wo man 2 Stunden stehen kann. Und man kann hier auch laden. Wunderbar, steht da sogar. Ich meine, es gibt 2 Anschlüsse, 22 kW. Nur auf dem Display steht in kleiner Schrift, für Leute, die eine Brille brauchen, sehr schwer zu lesen, dass man ihre Ladekarte 5 Sekunden lang vor das Identifikationsfeld, also hier RFID, laden muss. Aber welche Ladekarte steht da nicht? Meine Stromtankkarte geht nicht, meine Maingau-Karte geht nicht. Ich werde es jetzt nochmal mit Plugsurfing probieren. Aber man bleibt hier im Prinzip völlig im Dunkeln. Dann stehen hier noch so 2 Aufkleber, Intercharge, mit einem QR-Code. Den QR-Code habe ich gescannt
mit meiner QR-Code-App und dann hieß es, ja, die Seite kann nicht geöffnet werden. Also ganz, ganz großartig. Sie sind der Einzige an dieser Ladesäule. Ja, ich bin der Einzige an der Ladesäule. Ich kann den Stecker nochmal rausziehen. Soll ich nochmal rausziehen? Ja, können Sie ja machen. Kann ich nochmal reinstecken? Jetzt fängt der Anschluss an zu blinken. Hier steht zwar Ladevorgang beginnen, aber ich muss vorher eine RFID-Karte an den Sensor halten. Aber alle meine... Bitte? Doch, ich habe alle meine RFID-Karten, die ich habe, rangehalten. Eine Weinkaufkarte, eine Stromtankkarte, eine Plug-Surfing-Karte. Keine hat Wille. Keine will nicht. Also keine will. Allerdings wird mir hier hervorragend der Luftdruck angezeigt, der hier gerade herrscht. Nee, 981. Ah, das ist schlecht. Und die Umgebungslautstärke, 85 dBA gerade, Mann. Und 32 ja. Grad Temperatur. Und was sagt jetzt, um 6 Uhr zu laden? Jetzt steht hier, Ladevorgang läuft und es ist blau geworden. Haben Sie sie gerade gestartet oder was? Ja, ich habe den Ladevorgang jetzt gestartet. Das ist ja super. Aber was muss ich denn tun, damit es von alleine läuft, ohne Sie anzurufen? Ah, das weiß ich natürlich auch nicht, warum jetzt die Karten da nicht funktionieren. Weil normalerweise ist so, diese Ladesäule hat eine Verbindung, wegen dem habe ich Zugriff drauf gehabt. Selbst wenn sie keine Verbindung gehabt hätte aber die Ladesäule, dann die Karten akzeptieren müssen, weil das funktioniert sogar mit irgendeiner RFID-Karte. Ja, hätte ich auch gedacht, weil hier steht auch gar nicht, sein. Genau, hier steht nämlich gar nicht eine bestimmte Karte, sondern nur irgendeine. Ja. Also. Ich kann jetzt laden, aber selbst, ihr habt es gehört, die Service-Hotline wusste erst gar nicht, was für eine Säule das ist, aber er hat sie dann gefunden. Also ich muss sagen, immerhin, Service war da, wunderbar, aber so kann es nicht laufen. Das muss einfach besser werden, Leute. Kann nicht sein, dass hier eine Hightech-Säule von Bundesverkehrsministerium gefördert steht und nicht funktioniert. Und man muss da irgendeine Hotline anrufen und nach einer halben Stunde kriegt man Strom. Das kann nicht sein, Leute. Muss besser werden. Wieder kam hier gerade an der Säule die Frage zweimal hintereinander von Leuten, die einfach vorbeigekommen sind, wie lange ich jetzt hier stehe, bis ich voll bin. Also Leute, ich muss sagen, wenn ich jetzt 5 Schnäpse trinke, bin ich sofort voll. Aber der Wagen, der steht hier halt so lange, wie er steht. Und ich stehe hier nicht, um den Wagen voll zu laden, sondern ich stehe hier einfach, weil ich irgendwas zu tun habe. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Pfahlbaumuseum besucht. Und da hier eine Ladestation ist, habe ich mich angeschlossen. Von daher ist es völlig egal, bis der Wagen voll ist. Der Wagen ist hier sowieso immer gut gefüllt. Ich habe immer 70-90% Füllstand, weil überall da, wo ich stehe, sind Ladesäulen und man hat keine Wartezeit, sondern man parkt und man schließt den Wagen an. Völlig egal, wie lange das dauert, bis er voll ist. Aus! Ja, wir sind hier beim Affenfelsen, sage ich immer, Affenberg. Wir suchen jetzt mal den Eingang, aber hier gibt es wirklich Störche, gerade hier am Bodensee, ohne Ende. Ich habe hier alleine 1, 2, 3, 4, 5 Störche, die auf 2 Dächern sitzen. Unglaublich. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Irgendwie fühle ich mich gerade komisch. Neben mir sitzt ein Affe. Na, Alter. Juli, machst du mal einen Jörschen. Schon langweilig, ne? Wird jetzt durchgefüttert. Also ich fand den Affenberg hier echt super. Vor allem, ja, die Affen, die müssen echt platzen. Was die an Mengen von Popcorn bekommen, das ist unfassbar. Vor allem die Affen am Eingang, wo das Popcorn verteilt wird, da holen natürlich die Leute das als erstes raus und die ganz hinten, die kriegen nichts. Und da sind auch nur noch ganz wenige. Man sieht das, die am Eingang sind alle sehr dick und je weiter man nach hinten kommt, desto dünner werden die Affen. Das ist wirklich lustig. So, jetzt ist es soweit. Kein Tag am Bodensee ohne Bootsfahrt.
Wir haben uns jetzt hier ein Tretboot gemietet und müssen durch Muskelkraft hier den Bodensee erkunden. Und wir wollen einmal von links nach rechts oder von oben nach unten. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir haben nur eine Stunde. Das da vorne ist übrigens die Insel Mainau. Von hier aus wird dann in knapp 2 Monaten der E-Cannonball starten. Eigentlich wollte ich ja auch daran teilnehmen, aber leider haben mich Michael und Robe aussortiert. Man kann ich natürlich verstehen, wer verliert schon gerne gegen mich. Aber na gut, ich gucke mir das jetzt Ganze mal an. Und wenn das okay ist, dann sage ich euch Bescheid, ob das hier alles klappt. Ach ja, herrlich so eine Bootstour. Wenn das Treten nicht wäre. Aber umweltfreundlicher geht's halt nicht. Also ich fand das Treten recht angenehm. Ja, weil ich ja die meiste Arbeit gemacht habe. Ja, jetzt kommen die aus. Ja, ist so. Ja, das war der erste Teil unseres Bodensee-Roadtrips. Und ich hoffe, ihr schaltet beim Teil 2 wieder ein. Dann geht's weiter mit unserem Trip. Machen wir ein paar Ausflüge in die nähere Umgebung und gucken mal, ob dort die Ladesäulen alle funktionieren. So viel gibt's hier ja nicht am Bodensee. Auf jeden Fall fahren wir auch noch zum Supercharger nach Bregenz und auch zum Supercharger zum Rheinfall in Schaffhausen. Aber da seid ihr ja vielleicht dabei. Das kommt in Teil 2. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.